Hi ihr Lieben, willkommen zurück zum Vlog von unserem Urlaub auf Sylt. Ich habe besser den Lurch geklaut. Mit dem guten Nazrael. Ja, dann nicht. Und den ihr da lachen hört, das ist Lesser. Hallo. Die sind da hinten im Wald verschwunden, wie ihr sehen könnt an ihren Namen. Ich habe keine Ahnung, was sie da hinten dran machen. Sexy Spielchen anscheinend. Oh yeah. Mit nackten Frauen. Mit nackten, blutüberströmten Frauen. Ja, ich bin froh, dass ich hier bin. Freundlichen Frauen. Oh. Der Baum läuft weg. Hast du mich gerade geschlagen? Ja, das ist die Frau. Nee, ich... Das macht er gerne. Denk dran, ne? Axt drücken. Hallo? Gar nicht. Lüg nicht. Ich lüge auch nicht. Ich habe alles, ne, beweismäßig auf meinen Videos hier. In meinen Videos. Das muss man erstmal sehen. Das wird nie hochgeladen. Das verhindern wir. Ihr beide zusammen am besten, ne? Ich lass dir einen Strike draufhauen. Oh, hier ist nichts, außer nackte Lurche vielleicht. Also. Aber meine Stimme. Wir nutzen unsere YouTube-Macht. Eurem, ja, natürlich. Alles mit ein bisschen Fame und so. Ne? Mit der Mediakraft von YouTube. Was macht ihr eigentlich mit den ganzen armen Kaninchen hier? Hier liegen überall tote Hasen. Ich muss sie nur noch einsammeln. Das ist echt super. Wir haben Spaß. Oh Gott. Mit toten Kaninchen. Oh. Was macht ihr eigentlich? Du willst spontan sagen, du willst Forest spielen. Hey, ich sehe euch nicht, ich sehe nur Lurch und Hasen, von daher. Von daher könnten wir auch Einbildungen sein. Mhm. Einfach nur in meinem Kopf. Das sollte ich vielleicht, aber komm her, Fräulein. Auf Sylt gibt's keine Ärzte. Nee, in Sylt gibt's keine. Ja, aber mal im Ernst, was macht ihr jetzt eigentlich? Wo seid ihr denn, Henker? Holzfällen. Ich jag mir eine Frau. Was man auf Sylt halt so macht. Sextourist. Oh Gott. Wie ist das eigentlich, Manuel? Baust du gerade das Häuschen weiter, oder? Ja. Nö. Ja. Lazar, wir kriegen wieder Gesellschaft, und zwar nicht zu wenig. Du kriegst Gesellschaft, ich hau ab. Weise Entscheidung. Bei Nazrei sollte man nicht sein. Was? Erstmal meine Axt stärker. Das haben wir in den letzten Folgen gesehen, ja. Ach, deswegen bin ich so einsam. Deswegen musst du dir eine Frau sagen. Autsch. Das sind halt gut zwei Gruppen. Ja? Die Axtanimation dauert echt lange. Ist echt scheiße. Bist du vielleicht hungrig? Nein, ich meine das mit dem Zähne dran kleben. Ach so. Vor allem, ja, deswegen klebt man ja auch alle auf einmal ran. Ja, aber das sieht vor allen Dingen richtig schön schäbisch aus. Schäbisch. Hilfe! Warum immer ich? Na, das wäre dann schön, Urlaub, ich höre das schon. Ja, Dorfparty hier. Koks auf Sylt weiß man, wie man feiert. Koks und Nutten. Siehst du mal, jetzt hast du so viele Frauen da, jetzt kannst du dich gar nicht entscheiden. Und dann meckerst du auch. Nutten und Striche sind tatsächlich im Übermaß da. Nur Koks irgendwie nicht. Was nicht schade ist, ich meine, ich bin in der Hinsicht ziemlich asketisch, aber Hilfe! Gott sei Dank ist der Multiplayer-Modus ein bisschen verbuggt. Also bei mir rauscht man nur gerade wie Sau. Weil sie so lange nichts gesagt hat. Ah. Ja. Ich habe gerade das Pfeifen zum allerersten Mal wahrgenommen. Was? Ach Gott, ey. Macht Spaß. Ich freue mich schon aufs Schneiden. Weißt du was? Wie gut, dass mir das ja eh egal ist. Wie man zum Beispiel am Anfang meiner ersten Before-Folge sieht. Ja, bei jetzt. Deiner du kriegst es ja nicht mehr gebacken, richtig die Anmoderation hinzuschneiden. Hey, warum soll ich die auch schneiden? Jetzt? Wir sind ja auch nur Menschen. Jetzt? Ah, jetzt. Aber komm, es war witzig. Ich fand's gut. Wir sind ja auch nur Menschen. Du kannst nur von dir sprechen. Kann ruhig auch mal sehen. Ja, du bist ein Alien oder was? Oder vor allem habe ich jetzt 49 Harze. Harze? Und 97 Zähne. Jetzt eskaliert richtig. Und ich werde gleich ich werde gleich Zähne haben mit einer Axt dran. Also ich schärfe jetzt die Zähne, nicht andersrum. Mhm. Ja gut, keine Ahnung, wie viele Zähne da jetzt sind. Ich mache das hier mal so. Lesor? Ja?
Magst du mal was bauen da unten, damit ich hier wieder Platz habe? Gut, die sind halt alle drauf, aber ich glaube, man sieht sie nicht, oder? Immer diese Gruppenzahl. Och, ein paar müsstest du eigentlich sehen. Du siehst, warte mal, man kann sie zählen. 1, 2, 3 und auf der anderen Seite 1, 2, 3, 4, 5. Also 8. Hilfe! Hat jemand von euch Cube World gespielt? Natürlich. Ja. Beim Cube World kann man seine Waffen ja auch so verbessern, indem man da Sachen dran klebt. Ja. Ja, mein Bogen sieht da ganz schön scheiße aus, was ich realisiert habe, dass das die ganze Zeit stapelt. Ja, jetzt sind wir ziemlich dunkel. Hey, also meine Waffen sahen immer echt hübsch aus. Ja. Meine auch. Im Nachhinein, ich wusste, wie es geht. Boah, die kommen ja alle nur so nah, damit ich einen Strike auf YouTube bekomme. Da bin ich mir ganz sicher. Und der kackt mir einfach auf die Baumstämme. Gehst du weg. Ist doch eklig. Wenn irgendwann so Kacke durch den Teleporter kommt, ne? Gebt nicht mir die Schuld. Oh mein Gott. Mama. Ja. Nein. Doch. Hilfe. Oh, die Pflanzen machen sich wieder selbstständig hier. Oh, sieht das schön aus. Aggressive Frauen. Ja, sorry. Hast du den Timer wieder an? Hast du schon wieder vergessen. Mhm. Du nicht? Nee. Aggressive Frauen. Oh, aggressive Hintern. Mann, sie sind überall. Mann, lasst mich doch mal. Hilfe. Wir halten fest. Ich mach drauf. Ich hab aggressive Hintern. Bats. Jetzt ist der aggressive Hintern zumindest allein unterwegs. Fürchtet um eure Kinder. Der aggressive Hintern ist unterwegs. Kinder? Ja, Kinder. Was habst du mir hier zugeguckt? Erwachsene tun sich das nicht an. Bei mir werden die Frauen erst geschminkt, wenn sie tot sind. Ja, sie sehen so ein bisschen, ja, das nackig aus. Und wenn sie dann erstmal tot sind, dann haben sie auf einmal überall Bemalung. Ja, das war ich früher mal andersrum. Beauty-Channel. Ach so. Und wenn ihr euch dieses Zeugs hier unter die Haut spritzt, sterbt ihr zwar innerhalb von ein paar Stunden, aber danach treten wunderschöne Muster auf. Der letzte Schrei auf jeder Party. Also wirklich der letzte. Haha, Besuch. Wer macht denn sowas? Sag doch Sowjet nicht. Jetzt hast du aber die Gürtellinie unterschritten. Aber so richtig drunter. Du bist ja auf einem Niveau, auf das du nie kommen wolltest. Monroe, du hast schon noch den Schlitten, ne, den du benutzen kannst. Ja, aber ich muss was essen und da ich die gerade in der Hand hatte, dachte ich, ich bring sie mal mit und bau mal. Das ist nett von dir. Schaffen wir auch noch was. Oh, ich freue mich schon so auf unser Haus. Hilfe! Ja, wenn's irgendwann. Wieso kriege ich ja nicht so viel Gesellschaft? Ach, die hatte ich gerade, aber dann haben sie dich gesehen und konnten einfach nicht widerstehen. Ich rieche wahrscheinlich einfach besser. Das wird sein. Ich rieche nach Lurchblut, also. Wo kommen jetzt die Stämme auf einmal her? Ich wollte eigentlich was essen und habe auf einmal Bäume in der Hand. Das ist auch was. Was zum Henker passiert hier? Magie. Ach so. So, Ende Gelände. Du kriegst jetzt so richtig was auf die Füße. Was ist jetzt? Was ist das jetzt? Lecker Lurch. Wahrscheinlich kommen eh gleich die nächsten. Ich kenne die doch. Ist jetzt eigentlich noch irgendwo mein Feuer oder ist es dieses Feuer, das man immer wieder bauen muss? Du musst das nicht immer wieder bauen, du kannst es wieder anstecken. Ja, theoretisch ja, wenn ich es wiederfinden würde. Tja. Ich muss noch eine Frau umkloppen. Sorry. Oh, das ging schnell.
Und nee, Monroe, sag mal, wie geht's dir so? Ja, waldig und so, ne? Aus Gründen nachgefragt. Tut mir leid, junges Fräulein. Genau da wollte ich ihn nicht hinschlagen. Ich hab grad keine andere Wahl. Die Triebe, Sie wissen ja. Du solltest dich echt mal zusammenreißen. Geht nicht. Das geht so nicht. Aber unser Urlaub ist gefährdet wegen dir, ja? Also bitte. Ja, das höre ich öfter. Zum Beispiel von seinen Eltern, von seiner Katze. Ja, die sagt mir das ständig. Du sprichst mit deiner Katze? Ja, wird du das nicht irre? Ja, aber dass sie dir antwortet, macht mir eigentlich eher Sorgen. Ja, gut. Nicht nur dir. Mal, ich kann jetzt das Feuer nicht anzünden, weil dein Bein drunter liegt. Oh. Ja, du musst das jetzt so lange nach rechts glitschen lassen, bis du wieder ans Feuer rankommst. Oder nach links, je nachdem, was du präferierst. Ich habe jetzt rechts genommen, weil du es gesagt hast. Nahezu. Nach links geht nicht. Ich hätte links viel lieber genommen. Geht's auch nicht. Oh Gott, nein, natürlich, geht nicht. Ja, so habe ich mir doch gedacht. Alles Nazi hier. Nazi-Lurche. Oh Gott. Ich dachte, da lag ein Bein und kein Lurch. Ja, schon, aber ich wollte einen Lurch aufs Feuer packen. Der hat mir gesagt, ich muss es aufs. Ich muss nach rechts Platz machen. Ich stehe hier auf so einem Schlachtfeld. Das ist doch nicht in Ordnung. Ja, dann hör doch endlich auf damit. Lass die armen Frauen, lass die Frauen leben. Das geht doch nicht. Sie verdienen das aber. Sag wer? Ich? Hitler. Ja gut. Der Hitler-Lurch. Okay, wenn ich diese komischen Lurche jetzt an diesem Tisch aufhänge, ne, was bringt das? Ist es Hitler-Hase? Nazi-Lurch und Hitler-Hase? Egal. Hör mal auf. Gibt es inzwischen auch Eichhörnchen? Eichhörnchen gibt es, aber ich weiß nicht, ob man die essen kann. Du musst die trocknen lassen, die Sachen. Das dauert. Das Himmlerhorn. Das Himmlerhörnchen. Oh Gott. Und Goebbels Waschbär. Egal wie hit du warst, Adolf war Hitler. Ich frag mich gerade, wann das nächste Flugzeug geht. Weit weg von hier. Ich habe halt einfach das andere Feuer gefunden. Es war ein Meter neben dem neuen Feuer. Ich habe kein Wort verstanden. Ich glaube, ich bin froh, dass ich nichts verstanden habe. Das ist schon ein bisschen peinlich gerade. Unter den Beinen konnte man es auch echt schwer sehen. Oh, scheiße. Muntere Versammlung hier, ey. Ich hoffe, ich krieg nicht gleich wieder Besuch. Ey, das ist mal ohne Witz, wenn ich einen Lurch am Tisch aufhänge, ne? Ja, ich hab's doch gerade schon gesagt, warte einfach. Ich hab aber nicht zugehört. Ja, das hab ich gemerkt. Hier kletter gerade ein Lurch ins Nichts. Ich musste Witze über Hitler machen. Oh Gott. Warte einfach ab. Irgendwann kannst du sie essen, mein Gott. Ich glaube, das war schwer. Ihr kommt beide in die Hölle, ich hoffe, das wisst ihr. Ich lache über den Emulus, aber ich hab hier schon keinen K. Hier sitzt halt einer. Bin mein Freund, alles gut? Junge? Siehst du was Interessantes? Mach mal Platz, ich guck mal. Hase. Oh Mann. Ich lass ihn jetzt mal da sitzen. Ich habe den Schlitten verloren. Wie viele Leute uns jetzt wahrscheinlich schon dafür hassen. Für was? Hitler. Das merkst du an deinen Dislikes. Nur wegen dir. Deinetwegen. Ihr seid beide gleich schuld, ist doch okay. Alleine mache ich nie. Ja, aber du, ne? Du! Ich mach gar nichts, ich baue hier. Ja, das ist das Problem. Bevor du dazu kamst, ne, mochten alle das Projekt. Oh. Und jetzt werden wir es sehen. Ja, gut, wahrscheinlich, dann geh ich halt. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt gar keine Aufrufe mehr, weil alle bei dir gucken.
Ja, natürlich. Wir haben aber die dritte und vierte Folge noch nicht gesehen, deshalb wäre das verständlich, wenn bald keiner mehr guckt. Ohne Folgen kann auch keiner gucken, das ist wohl richtig. Ja, mobb mich ruhig. Wieso du? Wieso muss erst mal die zweite hochladen? Die ist hochgeladen. Was? Seit wann? Da wurde noch nicht freigeschaltet. Ah, siehst du. Willst du mich verarschen, Junge? Ich bin zwar alt, aber nicht blöd. Ich bin zwar alt und vergesslich, aber immerhin bin ich nicht alt. Oh Mann. Oh Mann. Ich finde das halt toll, wie das Spiel halt echt nur mit 20 FPS läuft. Warum sollte ich das dann mit den 30 rendern? Aber die 20 FPS sind stabil. Die andere Frage wäre viel eher, warum man das in 60 rendern sollte. Das hatte ich zuerst überlegt und dann fiel mir ein, mit wie viel FPS es gelaufen ist. Du hast nicht echt in 60 gerendert, oder? Nee, habe ich nicht. Vor allem, weil es einfach mal doppelt so lange dauert. Abgesehen, dritte und vierte Folge hast du noch gar nicht gerendert. Das stimmt. Guck mal, da habe ich sogar schon mehr gemacht als... Ja. Sprich dich aus. Ich überlege, habe ich die vierte Folge überhaupt schon gerendert? So, ich glaube, der Schlitten ist übrigens wieder voll, ne? Keine Ahnung, ich muss Lüche. Ich muss Blätter sammeln und Lurche töten. Mal wie. Die Baumstämme geben sich aber auch immer Mühe abzuhauen. Wenn ich dich sehen durch. Würde, ey, hör mal. Ja, wie schnell einen würde ich machen als den anderen. Du meinst, wenn du ein Baumstamm wärst und ihn sehen würdest? Ja, ja, hab ich doch gesagt. Achso. Ich brauch 10. Ja, ja. Na, so ich hätte hier noch ein paar. Und einen Hasen. Hase! Hey, wie lange muss ich denn warten, um diese blöden Drecksviecher zu essen? Nur lass sie doch einfach mal hängen. Nee. That's what she said. Oh Gott. Es tut mir doch leid. Nein, tut es gar nicht. Lüg eben, lüg doch nicht. Hört doch auf, da würde alle auf mir zu reiten. Weißt du, das passt dir, es passt dir wirklich alles nicht. Wenn ich nett zu dir bin, passt es dir nicht. Wenn ich dich fertig mache, passt es dir nicht. Wenn ich weine, passt es dir nicht. Und das Rumreiten passt jetzt auf einmal auch nicht mehr. Leute, hör auf. Nein. Gut, ich lock mich aus. Tschüss. Er nutzt die Situation, nutzt die Gelegenheit. Er will uns alleine lassen. Der escalated quickly. Lurch. Aber ganz ehrlich, wenn es so weitergeht, schaffen wir vielleicht noch in... Ja, zwei Folgen könnte eng werden. Aber in spätestens drei Folgen das ganze Bauprojekt fertig zu machen. Ich streng mich auch an hier oben. Ja, da können sich andere YouTuber echt meine Scheibe abschneiden. Leute, wir sind jetzt bei von 130 oder 29 und wir brauchen nur noch genug für das ganze Haus. Ja, aber wir haben mit 262 angefangen und wie sowas. Und wir sind ja schon unter 100, so ist nicht. Also ich finde die Bilanz ganz gut. Obwohl wir zwischendurch so überfallen wurden. Du. Ja, ihr. Ich hab hier oben meine Ruhe. Ja, ich doch auch. Aber du bist ihm ja zur Hilfe geeilt vorhin, als ich mein Lurch gegessen habe. Ich bin ja auch freundlich. Ja, das stimmt. Lesser ist mein bester Freund. Auf Sylt. Oha, nur auf Sylt. Ich glaube, den Baum kann ich nicht fällen. Ich sollte mal weitergehen. Immer diese unfällbaren Bäume. Der ist schrecklich. Ist der Vogel gerade an mir abgeprallt? Ja. An deiner maskulinen Aura. Du meinst, ich dusche nicht oft genug? Richtig. Das war jetzt aber wirklich subtil. Im Umkreis von 10 Meter sterben alle. Oh Gott. Ach, deswegen seid ihr so weit weg von mir. Mhm. Richtig. Sagen wir, das ist der Grund. Ma, Lesser mobbt mich voll. Ach so. Wenn ich jetzt Lesser wäre, würde ich nichts mehr sagen. Nö. Wäre ich jetzt still. Ich will keinen Ton mehr hervorbringen. Ich will einen Vogel. Gib mir Vogel.
Manu, hast du einen Vogel? Ich habe keinen Vogel, nein. Das ist aber schade. Unfähig. Ist schon recht langweilig so, das stimmt. Was macht dieser Kaktisch denn die ganze Zeit hier? Immer wenn ich hier vorbei auf Dance, der so eine richtige Runde hat, ey. Du solltest aufhören, die Pilze zu fressen, ehrlich. Das ist nicht gut. Das hat meine Drogenberatung auch gesagt. Und dann gab's Haschisch. Komische Drogenberatung. Stock. Hallo, Drogenberatung? Ja? Welche Drogen würden Sie denn empfehlen? Gott, war das schlecht. Ne? Ja. Ist okay bei euch? Nein. Ist schon lange nichts mehr okay. Die Baumstämme verschwinden, wenn ich drüber laufe. Das hey, haben gut. Sie haben sich so Köpfe versammelt? Das ist ein Head-Meeting. Brainstorming heißt das. Oh, Leute. Nee, echt nicht okay. Der Schlitten ist voll. Soll ich mal eine Anmerkung machen? Ja, mach doch. Nee, finde ich nicht. Nein. Okay, dann machen wir halt einfach weiter. Nee, hau raus jetzt. Ja. Mach jetzt, komm. Ja, wir sind bei 25 Minuten. Ja, dann muss ich hier... Vielleicht muss ich immer noch bleiben und... Eigentlich wird es Zeit, dass Nazra immer wieder Besuch kriegt, ne? So zum Folgenende. Mann! Ist ja eigentlich mal Zeit, dass die Folge beendet wird, Mann. Ich kriege mir noch ein Lurch. Okay. Ich kann es ja nach der nächsten Folge dann essen. Okay. Manu. Ah, hier sind die Feuer. Gehst du überhaupt noch an? An geht's. Und gleich wieder aus. Welches hast du denn jetzt, das mit oder ohne den Steinkranz drumherum? Ohne. Ja, das ist das mit. Ich habe hier überhaupt keinen Steinkranz gemacht. Ich habe hier nur ohne. Ja, sind zwei Feuerchen, deswegen. Eigentlich. Ich halte jetzt einfach die ganze Zeit mein Feuerzeug dran. Dann wird er durch auch gar. Ach so, du bist gar nicht bei uns im Camp, sondern irgendwo. Richtig. Ich stehe schon seit zwei Folgen mit in der Pampa und ich wollte mich jetzt noch eine dritte Folge hier lassen. Ha, ja, der Lurch ist gut. Doch wieder her. Beende doch jetzt erstmal die Folge, Mann. Ja, gut, tschüss. Okay, dann habt einen schönen Tag und genießt euren Lurch. Tschüssi. Ciao. Tschüss.